Herzlich willkommen heute wieder bei FCN TV. Wir sind heute sozusagen in der Präsidentensuite im Büro unseres Vorstandes Dirk Steidl. Und auch heute haben wir wieder einen Gesprächspartner, einen Neuzugang beim FC Nördingen. Wir freuen uns, dass sich Felix Waldraff ein bisschen Zeit genommen hat, uns ein paar Fragen zu beantworten. Hallo Felix, schön, Hallo. Dass du da bist. Und wir haben ein paar Fragen an dich, um dich ein bisschen näher kennenzulernen. Als du deinen Vertrag hier beim FCN unterschrieben hast, war es damals noch ziemlich früh, finde ich. Die Saison beim FCN lief noch. Wie kam der Kontakt zum FCN überhaupt zustande? Ich hatte damals in Pfullendorf zwei Mitspieler, die kannten Ricardo ziemlich gut. Und ja, dann ist man da so in Kontakt gekommen und ja, hat das Ganze so in die Wege geleitet. Schön, dass du da bist. Du kommst, hast du gerade selbst gesagt, aus Pfullendorf zum FCN. Es war zu lesen, zu hören, dass du berufsbedingt in den Stuttgarter Raum jetzt umziehst. Wo genau wohnst du jetzt? Ich wohne in Sindelfingen mit Stefan zusammen und da haben wir jetzt eine Wohnung. Okay. Genau. Und beruflich, welche Richtung geht's da? Ich studiere im Moment. Okay. Dann in Ludwigsburg. Wahrscheinlich und studiere Sport und Englisch auf Lehramt. Auf Lehramt, gut. Sind wir bald vielleicht Kollegen, bin auch Lehrer. Super. Abwehrspieler bist du, ist richtig, genau. Gibt es eine Wunschposition für dich hier beim FCN? Da ich ja schon immer eigentlich jetzt rechter Verteidiger bin, rechts hinten wäre schon gut. Wäre die Wunschposition. Ja. Okay, schauen wir mal, wo es hingeht. Ja. Der Schritt jetzt von der Verbandsliga aus Pfullendorf jetzt in die Oberliga, denke ich, ist sicherlich merkbar und auch im Training sicherlich zu spüren. Wie ist für dich der Schritt jetzt eine Klasse höher? Ist schon, merkt man, ist intensiver, auch mit Ball, ohne Ball, aber macht auch Spaß und ist eine neue Herausforderung und deswegen... Ja, macht schon Spaß. Das ist wichtig, dass es Spaß macht, trotz der ganzen Anstrengung. Hast du außer dem Training schon ein bisschen was hier vom Umfeld auch, vom FC Nördingen kennengelernt oder bis jetzt nur Trainingsplatz und wieder heim nach Sindelfingen? Wir waren am Mannschaftsabend waren wir unterwegs in Karlsruhe und sonst ja hier das Gelände. Okay. Ja. Gibt es noch allerhand kennenzulernen, wirst du sehen, wenn du mal eine Zeit lang hier bist. Denn es geht hier bei uns beim FCN, trotz dass wir natürlich relativ hoch spielen, dennoch ziemlich familiär zu. Ist das was dir liegt, was dir nahe kommt? Ja, auf jeden Fall. Ich komme ja auch eher aus dem Dorf und auch Pfullendorf ist eher so familiär gewesen und deswegen passt es und war ziemlich gut hier. Okay, schön, dass du dich wohlfühlst. Wollen dich natürlich auch ein bisschen privat kennenlernen. Gibt es irgendwelche Hobbys, die du hast? Fußball, immer ganz groß gewesen bei mir. Nimmt eigentlich die meiste Zeit ein. Ja. Und sonst ja, mit Freunden was machen, ins Fitness ab und zu. Okay. Ja. Was bist du sonst für ein Typ? Abends lieber gemütlich auf der Couch chillen oder doch lieber auf Tour gehen? Unterschiedlich. So ab und zu mal weggehen, macht auch Spaß, aber... Ist auch cool, mal daheim zu chillen und ja, nichts zu machen oder nichts Anstrengendes. Okay. Nochmal zum Sportlichen. Badischer Pokal ist bereits gespielt. Jetzt geht es bald los mit dem ersten Auswärtsspiel in Holzhausen. Ganz aktuell haben wir gehört, dass der Trainer dort entlassen wurde. Ist das eher ein Vorteil oder ist es ein Nachteil? Oder wie siehst du das? Denk mal, das macht jetzt keinen großen Unterschied. Wir müssen eher auf uns gucken, dass wir halt unsere Leistung bringen und... Denk mal, wenn wir unsere Leistung bringen, dann werden wir auch da ein gutes Ergebnis rausholen oder erzielen. Was wäre ein gutes Ergebnis? Hast du einen Tipp für uns? Ja, auf jeden Fall ein Sieg. Ja? Konkreter? Ja, so ein 1-0 reicht. Reicht eben, reicht, ist auch ein Sieg, gibt auch 3 Punkte. Genau. Und was wir alle unsere Neuzugänge fragen, auch an dich als Abschlussfrage, was denkst du, wo landet der FCN am Ende tabellarisch, so ungefähr eine Einschätzung? Denk mal, also natürlich wäre es cool und wird... jeden Ansporn, jetzt oben mitzuspielen, aber ich denke mal, so oberes Mittelfeld wäre ein gutes Endergebnis. Würden wir nehmen, denke ich auch. Würden wir nehmen, genau. Super. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir viel Erfolg beim FCN, eine tolle Zeit, dass du dich hier wohlfühlst und natürlich nochmal danke, dass du ein bisschen Zeit genommen hast fürs Interview und man wird sich noch häufiger sehen. Genau. Danke dir. Auch danke.